Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und oh, einige haben mal gefragt, ob ich mal nicht so ein Video dazu machen kann, wie das denn zwischen mir und Banani abgelaufen ist. Banani ist ja ein großes Thema auf meinem Kanal, also meine Kuscheltier, das im Hintergrund ist und es wird immer wieder in den Videos erwähnt bzw. gezeigt und da kamen natürlich auch Fragen auf, ne? Was hat sich überhaupt auf sich mit ihr? Wie habt ihr euch kennengelernt und wisst ihr, heute dachte ich mir, zeige ich euch einfach mal unsere ersten Chatverläufe und ja, bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet, weil es ist eigentlich eine ganz süße Story. So, dann komm mal bitte ins Bild. Komm, ja, nicht schüchtern. Hey, komm mal zurück. Ja, da ist die Kamera, ja. So, Leute, jetzt sind wir zu zweit hier und dann zeige ich euch mal unsere ersten Chatverläufe. Ich hoffe, das ist okay für dich, mein Schatz. Perfekt. So, ich weiß noch, damals habe ich dir zuerst geschrieben, weißt du noch? Ich habe ja geschrieben, was geht Banani? Weil ich wusste halt nicht, wie du richtig heißt, deswegen dachte ich so, Spitzname, hau ich mir direkt Banani raus, mit dem I, ein bisschen versüßt, ne? Ja. Warst du aber ziemlich unfreundlich, weißt du noch? Direkt kommt so, wer bist du? So richtig asozial. Und ich habe da richtig mit Smileys geschrieben, hier voll süß. Außerdem lässt du mich mal eine ganze Stunde warten. Was bist du eigentlich für einen? Aber ist okay, ich verzeih dir mal. Da habe ich dir halt geschrieben, nachdem du gefragt hast, wer ich überhaupt bin, ne? Hab ich mir geschrieben, ja, ich bin die Mario. Haben uns am zufälligen Aufstand kennengelernt, hab dich angesprochen. Hab mich da getraut, Leute einfach sie anzusprechen, ne? Weil, komm, ganz ehrlich, guckt euch die mal an. Da muss man noch ansprechen. Da kommt die Finger dran, ne? Da warst du aber ziemlich unfreundlich mit so, aha. Also, weißt du, deine mürrische Art am Anfang hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich musste dich ein bisschen weich klopfen. Deswegen habe ich natürlich erstmal nach einem Treffen gefragt und, naja, du hast halt ziemlich böse geantwortet. So, verpiss dich, so. Das hast du bestimmt nicht ernst gemeint, ne? Aber dann musste ich ja, also nimm mir das jetzt nicht übel, Leute, aber irgendwie musste ich sie ja dann so ein bisschen weich klopfen, sage ich mal, ne? Und, ja, hab dann ein paar Methoden verwendet, so mit, ich töte deinen Bruder, wenn du halt morgen nicht zum Treffen kommst, ne? Und dann hast du gedacht, ich bin krank und meine das nicht ernst, aber Schatz, du weißt doch, also du wusstest zwar damals noch nicht, aber du weißt, mit mir kann man nicht scherzen, ne? Deswegen hab ich dir ein kleines Drohbild geschickt, dass ich halt auch wirklich ernst meinte, weil du nicht, also wärst du nicht gekommen, hätte ich deinen Bruder halt wirklich umgebracht, ne? Also, nachdem du mich halt als krankes Schwein, ist bestimmt so ein Insider, was ich davon bezeichnet hast, habe ich einfach nochmal gesagt, dass ich den da wirklich abstrich, ne? Aber du sagtest, ich meine nicht ernst, aus dem Glück bist du gekommen. Ja. Naja, auf jeden Fall war das ein super Date. Wir haben uns getroffen dann am Hauptbahnhof und sind ein bisschen spazieren gegangen. War auf jeden Fall ganz hübsch. Waren dann auch beim McDonald's und ja, ich weiß, McDonald's erstes Date, richtig klischeehaft, aber war trotzdem echt ganz hübsch. Ja, ich hatte Spaß gemacht. Ja, hat's auch Spaß, oder? Super. Habe ich dir am nächsten Tag geschrieben, also dass das schön mit dir war und du bist so eine, ne? Da warte ich 3 Stunden, kommt keine Antwort und wisst ihr, das hat eine Beziehung mit Banani genervt, ne? Ständig musste ich da drohen. Dann habe ich halt ihre Geschwister entführt und habe gesagt, dass ich halt sie aufesse, wenn sie halt nicht kommt, ne? Aber du weißt ja, ich hätte es wirklich getan. Und dann hast du natürlich freiwillig zurückgeschrieben, hat mir sehr gefallen. Und das Ding ist, Banani's erste Date war so schön mit ihr, dass ich halt auch ein zweites Date mit ihr haben wollte, ne? Und ja, dann musste ich halt nur so ein bisschen... Ja, wie soll man das sagen, halt ein bisschen drängen, damit sie halt auch wirklich kommt mit ein paar netten Sätzen wie, du kommst entweder heute Abend oder ich vernasche deine Eltern. Also ich meine das halt auch wirklich ernst. So, ich würde deine Eltern wirklich umbringen, wenn sie nicht gekommen. Aber schön, dass du gekommen bist, zum Glück. Und dann bist du halt gekommen, wir hatten wirklich ein wunderbares zweites Treffen. Ich musste leider dich, nachdem du dich aus meinen Fängen befreit hast und weglaufen wolltest, leider musste ich sie dann in meinen Keller sperren. Und dann hat sie allerdings leider noch Empfang gehabt und dann kamen da ein paar ganz komische Nachrichten, die überspringe ich jetzt mal mit Zuckerberg und am Ende halt... Wusste Zuckerberg ist natürlich nur ein Scherz und naja, so Leute, so hat Banani und ich uns kennengelernt, ne? Was Hilfe, keine Sorge, alles ist gut. Der 29-jährige Täter wurde in Straßburg geboren und war den französischen Behörden als radikalisierter Islamist bekannt. Super.